Barbosa, der hält sich doch nicht im Untergrund auf. Den haben wir ja noch nicht einmal besiegt. Könnte ich machen, aber haben wir noch nicht. So, kommen wir hier hin? Ja. Ah, da unten kommen wir noch nicht rein, oder? Nee. Da müssten wir Bowser besiegen. Okay, wisst ihr was? Wir machen den ersten Kampf gegen Bowser. Dann können wir wenigstens auch ein bisschen was holen schon. So. Eine blaue Kappe können wir uns dann auch besorgen, denke ich mal. Und ja, schauen wir mal. So, wir gehen erstmal dadurch. Oh, Prinzessin Peachs Bild. Da müssen wir hin. Oh nein. Rosa. Kuhahaha. Und schon wieder bestimmt meine Falle getappt. Oh Gott. Ah, nein. Ach, das gibt's doch nicht. Aber da muss ich auch gleich mal die roten Münzen noch sammeln. Na super. Voll erwischt. Oh, ich wollte zwar lesen. Bin ich doof. Egal. So. Oh, Schwein gehabt. Nein! Ich renne aber auch immer zu schnell. Warum bin ich immer zu schnell? Ich will es einfach schnell erledigt haben, wahrscheinlich. So. Huhaha. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Ich habe keine ulkigen Füße. Das sind ganz normale Füße. Klempnerfüße. Ich bin gesprungen. Ich wollte einen Weitsprung wieder machen. Bin nur gesprungen, hab die Tasten gedrückt, Mensch. Oder soll ich erst den Bowser einfach platt machen? Nee. Ich will die roten Münzen auch gleich haben. So. So, die haben wir auch. Sehr schön. Kurz. 100 Münzen brauche ich hier gar nicht sammeln, weil es bringt eh nichts. Oh. Ey, Mario. Machen wir nicht fertig. So, hier haben wir aber noch ein Leben drin, glaube ich. Ja. Sehr gut. Roten Münzen hier zu sammeln, ist auch schon wieder so ein Akt, wo man verzweifelt werden kann. Oh Gott. So, genau bei dem so ein Beispiel. Boah. Eieiei. Also man kriegt hier schon Herzkasper manchmal. Langsam, Mario, Mario, langsam. Ich weiß, du bist ein ganz flinker, aber mach mal langsam hier. Ich will sicher bei Bowser ankommen. Puh. Nummer 7. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Eine Münze hätte ich noch brauchen müssen. Ey, das ist so kacke. Ich werd genervt hier. Ich würde gerne fluchen, aber ich lasse es lieber. So, die zwei haben wir.
Dann holen wir uns jetzt die restlichen Münzen endlich mal. Und danach ist Bosa fällig. Insgesamt muss man den ja dreimal schlagen, also in drei Welten jeweils schlagen. So, den Leben kriegen wir. Oh Gott. Das ist aber nochmal die Kurve, kriegt Mario. Machen wir bloß keine Schande jetzt hier. Wir sind schon so weit gekommen. Fünf Münzen, sehr gut. Jetzt hier. Und hier haben wir nicht gekriegt. Doch, die haben wir bekommen. Oder? 2, 4, 6 Münzen, genau, haben wir. Jetzt holen wir uns hier die 7. Münze gleich. Ohne runterzufallen, Mario. Da hinten ist die andere, die letzte. Ja, wir haben alle. Puh. Wir haben alle roten Münzen gesammelt. Jetzt müssen wir den Stern noch finden. Also, was heißt finden? Wir wissen ja, wo er ist. Nein. Oh. Ich könnte gerade ein Ei legen, ey. Das gibt's doch nicht. Bla bla bla. Mamma mia. Mamma mia, wie Mario immer sagen würde. Boah. Ey. Ich will nicht mehr. Mario Rinder, komm. Das gibt's doch nicht, ey, dass ich hier alle Münzen bekommen habe und dann so abfehle. Ich stelle mich aber auch heute an hier. Oh, Schwein gehabt. Da rüber. Vor allem, dass ich auch gleich am Anfang manchmal hier verkacke. So, Leben bekommen, sehr gut. Doch, das gibt's nicht. Ich hasse diese Kugeln. Oh. So, Nummer 5 Münze. Dann. Zack. So, gehen wir mal schön vorsichtig. Die 6 haben wir. Leben dazu bekommen, sehr gut. Können wir. Oh. Alter Schwede. Ey, Mario. Jedes Mal ein neuer Herz, Kaspar.